Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Tier 10 mit dem AMX 5100 auf dem Weg zum AMX 5020 und danach vielleicht irgendwann mal zum AMX 50B. Ja, vielleicht schaffen wir das noch im nächsten Jahr irgendwann mal. Bis zu diesem oder in diesem Jahr wohl nicht mehr. Da wird es dann vielleicht sogar knapp bis zum AMX 5020, aber mal schauen. Ja, vielleicht aktuell noch... Warum habe ich denn hier gerade einen Error gehabt? What the fuck? Also irgendwie, ganz im Ernst, das ist alles nicht ganz koscher momentan bei mir mit den Servern. Aber egal. Ja, aktuell läuft ja auch das Event mit dem WZ111. Was ich übrigens wirklich diesmal ganz nett finde, ist, dass man sich Nationen, die man eventuell nicht hat oder nicht spielen kann, dazu kaufen kann. Ja, jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, ist ja doof, dafür gibt man da Geld aus. Aber im Endeffekt spart man sich damit eine Menge Zeit. Und zweitens, wenn man die Nation nicht hat und nicht wirklich dann die Mission in der, mit der Nation erfüllen kann, dann ist das natürlich eine ganz nette Sache, sich diese Nation kaufen zu können für einen kleinen Obolus. Und ja, anstatt zum Beispiel überhaupt nicht unter keinen Umständen die Möglichkeit zu haben, die Mission überhaupt abschließen zu können und den WZ111 zu bekommen. Ich für meinen Teil hoffe, dass ich es irgendwie schaffe, mir den WZ111 zu erspielen. Ich werde mal gucken, dass ich die Zeit da investiere. Ich habe mal so gerechnet, das müssten wahrscheinlich so 1 bis 2 Stunden täglich sein, die man da so ungefähr, also zumindest bei meinen durchschnittlichen Erfahrungspunkten und durchschnittlichen Kills investieren müsste. Um bis Mitte nächsten Jahres, wollte ich schon sagen, bis Mitte nächsten Monat das abzuschließen. So, aber jetzt kommen wir mal zum Spiel. Wir sind auf Runeberg und ich bleibe jetzt gerade extra stehen, weil ich mich gerade extrem wundere, wie sich mein Team verteilt. Ist eigentlich eine unübliche Position für den AMX 5100, zumindest für meine Spielweise. Ich würde den nicht unbedingt hier in der Stadt fahren. Ganz einfach, weil ich mich hier ja nicht unbedingt mit den ganzen Heavys einlassen möchte. Ich werde deswegen auch erstmal ein Stück weit zurückfahren. Ich werde dann nicht mich hinstellen und spotten oder so. Da kriege ich nur auf die Fresse. Dafür sind wir nicht gemacht. Ich werde mal ein Stück weiter zurückfahren. Wir sind schnell genug, dass ich da wieder in die Bresche springen kann, falls da irgendwas passieren sollte. Aber wir sollten irgendwie schon gucken, dass wir den Feind in den Rücken bzw. in die Flanke fallen und dann unser Magazin ausschütten können. Da haben wir schon ein paar. Es zuckelt. Der Ping geht eigentlich. Ja, an sich übrigens bin ich mit dem AMX 5100 außerordentlich zufrieden. Ich finde, das ist ein echt schöner Panzer. Ei, was geht da oben gerade ab? Wir könnten mal gucken. Wenn ich mich hier unten hinstelle. Da oben haben wir so einen T71. Komme ich gerade nur dummerweise nicht ran. Der ist jetzt auch schon geplatzt. Der Chefi fährt da weg. Lassen wir die mal vorfahren. Von mir aus kann die IS auch vor... Na los, fahr vor. Oh, guckt mal, was da fährt. Über dem Marktplatz. Mal gucken. Die IS-3 steht doch eigentlich mal gar nicht so schlecht da. Genau diese dort, meinte ich. Ja! Sausack. Rein theoretisch läuft das gerade so ein bisschen weniger optimal. Ich versuche mal irgendwie. Ich will jetzt noch nicht zurückpreschen. Ich versuche mal von hinten an die Rand zu kommen. Und auch da in die Bresche reinzuspringen. Rein theoretisch müsste IS und Löwe eigentlich zurückfahren, wenn sie noch irgendwie eine Hoffnung auf den Sieg haben. Dürften oder sollten sie das tun? Ich würde ganz gerne an den Carnivan oder so hinten ran. Auch wenn der nicht mehr so allzu frisch ist. Eigentlich gar nicht mehr. Da ist noch eine IS-3, vielleicht können wir die uns holen. Den Carnivan beim Vorüberfahren. Oder vorbeifahren. Autsch. So.
Ziehen wir uns mal zurück. Schießt er auf uns? Will der auf uns schießen? Macht er es oder macht er es nicht? Ich glaube, er schießt. Er hat geschossen. So. Jetzt muss ich aber nachladen. Wir werden mal nachladen und gucken, dass wir danach vielleicht noch ein bisschen was von der IS-6 abkriegen. Das wäre ganz schön. Nebenbei kann ich die vielleicht so ein bisschen aufdecken, spotten. Da fährt er. Ich bleib mal hier stehen. 28 Sekunden noch. Der dreht da rum. Löwe ist da auch noch. Wir warten mal. So, der ist hin. Der guckt jetzt, glaube ich, gerade in die ganz andere Richtung. Der Löwe. Ich warte aber trotzdem. Das könnte uns vielleicht sogar ganz gut passen, wenn der IS-6 da lang prescht. Ah, er prescht da nicht lang. Er bleibt stehen. Ach, jetzt hat er natürlich die Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, er hat geschossen. Meine Chance, entweder an die IS-6. Oh, oh, IS-6, IS-6, IS-6. Kacke. Nein! Mann, ey, diese blöde IS-3. Fuck it. Reflexschuss. Den haben wir noch. Ah, immerhin etwas. Den haben wir immerhin noch bekommen. So, das ist zumindest schon mal ein schöner Anfang für den Sieg des Tages. 2500 Erfahrungspunkte. Das geht. Ist mein erstes Spiel übrigens heute. Und immerhin 20.000 Credits. Ja, mir fehlen gerade auch Credits. Ganz dringend fehlen mir Credits. Ja, machen wir noch eine Runde mit dem. Oh, yes. Ich freue mich momentan jedes Mal, wenn ich Top-Tier bin. Weil das einfach irgendwie selten geworden ist. Die letzten zwei Tage. Ja, gestern habe ich gar nicht gespielt, aber vorgestern war das... Nee. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht schön. So. Wir haben die Möglichkeit, hier rumzufahren, versuchen so ein bisschen hin zu flankieren, vielleicht über die Mitte zu spielen. Müssen dann natürlich gucken, dass wir nicht ins Kreuzfeuer von hier geraten. Wir könnten hochfahren, versuchen hier so ein bisschen zu moschen. Aber wir haben relativ wenig Mediums, deswegen wird wahrscheinlich hier oben auch nicht so viel abgehen. Ich werde also hier nach oben fahren, in der Hoffnung, dass da mehr Heavies sind. Ich vielleicht ein bisschen mehr wirken kann dadurch. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Oh, das ist aber eigentlich ein bisschen fies, ne? Guck mal, wir haben zwei Autoloader, aber wenn wir uns mal die Teams angucken. Wir haben zwei T-34 Premium Panzer, der Gegner hat einen T-34-3 und einen 112er. Zwei Premium Tanks mit Special Matchmaking und noch einen 112er, und noch einen T-34. Also die haben einen Premium Tank mehr, also eigentlich müsste unser Team... ein bisschen stärker sein, rein von den Fahrzeugstats her oder von den Fahrzeugen an sich. Achso, eigentlich wollte ich ja gar nicht hier unten rum fahren. Eigentlich wollte ich ja oben rum. Ich könnte mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob man hier noch hochkommt. Doch, doch, das geht noch. Da. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir warten mal ab. Wir, oh, warte mal, wenn der T-34-3 da vielleicht rumkommt. Ah, was sieht nicht danach aus? Nee. Sieht tatsächlich nicht danach aus. Wir könnten versuchen, den T-34-3 irgendwie wegzudrücken.
wenn ich Lust hätte, weil eigentlich hätte der wahrscheinlich nicht so viel Backup. Das ist noch ein T-34, der jetzt dann natürlich oben rauf fährt. Wenn ich schnell genug bin, schaffe ich es noch hier rein. Ich bin nicht schnell genug. Ich ziehe mich zurück. Ach Mensch. Wie mache ich das am besten? Der T-34 ist da in der Mitte jetzt auch schon, dreht jetzt auch da frei. Cheffi. Da ist ein Baum gefallen, der kommt da oben gleich raus. Sag ich doch. Ich glaube, jetzt hatte er gerade geschossen gehabt. Blöde ist, jetzt stehen da oben zwei von denen. Da ist der T-34. Bleib mir hier kurz stehen. Ich glaube, ich bin nicht gespottet gewesen. Ich glaube, der T-34 erwartet mich immer noch woanders. Falls da der jetzt da runterfährt. Vielleicht tut er das. Falls der da runterfährt, kann ich ihn überraschen. Er fährt da runter. Nein! So. Oh mein Gott! Ich muss weg! Der weiß natürlich, dass ich leer bin. Das Arsch. Und keiner hilft mir, weißt du? Keiner hilft mir einfach. Ey, warum helfen die mir denn nicht? Was ist denn mit denen kaputt? Diese Ratte, Alter. Ich fahr jetzt hinter den T-34. Er blockt mich. Oh mein Gott! Er ist weggefahren. Hahaha. Ich werde den jetzt die ganze Zeit beobachten. Wenn der nochmal schießt, werde ich den vermöbeln. Ich werde mich rächen. Er hat geschossen. Ah, Mann! Wieder nur einen Schuss rausbekommen. Gibt's doch gar nicht. Oh, dass ich dem noch entkommen bin, ey. Ich dachte, der moscht mich jetzt weg. War ja klar, dass der kommt. Ich hätte mich am Anfang um den kümmern sollen. Ist ja wahrscheinlich cleverer gewesen. Ah, und dann kommt mir nicht mal jemand entgegen, um mir zu helfen. Sowas Bitteres. Naja, ich glaube, viel mehr werde ich jetzt hier nicht mehr rauskriegen. Vielleicht noch den WZ, wenn er da lang fahren würde. Aber das tut er eben nicht. Der haut ab. Der nimmt die Beine in die Hand und haut ab. Habe ihn. Extra so gefahren, dass ich noch irgendwie den Weg abschneide. Guck mal, ob ich noch einen Schuss auf die Hummel setzen kann. Die ist noch Full HP.
Die kleine Hummel. Die kriegt den vielleicht nicht. Wenn die den kriegt, oh schade, ich hätte so gefeiert. Ah, wäre geil gewesen, hätte ich ihn noch bekommen. Naja, egal. Sowas, glaube ich, auch mal. Endlich wieder eine ordentliche Folge mit zwei ordentlichen Runden, wo man einigermaßen was gerissen hat. Und im, ja, einigermaßen ordentlichen WN-Bereich gespielt hat, einigermaßen ordentlich Schaden ausgeteilt hat, einigermaßen was zu beigetragen hat für die Runde. Ja, gut, aber das war es dann auch schon für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Rio. Ciao.